Alle Petiter, die unterwegs sind, bitte ins Petit zurückkehren. 10-4. Moment, ich richte mich nochmal. Ich muss kurz nochmal in Gedanken gehen. Du musst ja nicht gleich ganz verschwinden. Echt, man, du musst dich verstecken. Ja, du, warte mal. Scheiße. Was ist das hier für ein Raum eigentlich? Wie heißt der? Wir sind hier gerade in einem Raum für die Pressekonferenz. Ich sehe hier keinen, hallo. Hi. Schubsen Sie mich mal bitte nicht rum, ich stehe am Reden. Ich sehe dich nicht. Ja, dann mach mal deine Augen auf. Die sind auf. So, jetzt, besser? Ja, jetzt hast du mich. Ich hab mich. Ah, jetzt, da warst du. Jetzt bist du wieder weg. Au. Da ist ein Dispatch. Mal alle, dann bitte hier einfach hinsetzen, ne? Jo, alle, die jetzt ins PD kommen, bitte auf die Stühle hocken. Dankeschön. Ich geh noch mal kurz die Augen waschen, ich bin wieder da. Ja. Eine Ewigkeit später. Andi? Ja. Danke. Andi macht? Kippe aus, aber dall ich jetzt hier. Das fällt negativ auf. Gut, dass Sie es aufschreiben. Kleber, schreiben Sie auf, ja? Perfekt. Sie dürfen sich alle rüben. Ich hätte auch noch einen, Ich darf. Ja, bitte. So, also einmal, Andi Troll. Warte mal kurz, hey! Nein, warte kurz! Ja. Vielen Dank. Alles Gute, Kollege. Es gibt noch eine Zugabe hier. Echt? Hier gibt es auch eine Zugabe. Hören Sie das nicht? Hey, liebe Kollegen, ich möchte mich einmal an alle bedanken, die mir da auf diesem steinigen Abend unterstützt haben. Jetzt aber im rechten Nacken raus. Krause hat gratuliert. Ach, oh, jetzt die Musik zu Ende. Jetzt hab ich. Ja, die haben eine ganze Story. Mach ich. Ach, komm. Ja, jetzt auf. Ist egal, los jetzt. Ja. Wir sind da, was ist los? Ich kann die Waffe ruhig runternehmen. Okay, ich dachte schon. Stiller Alarm. Oh, aus geht's. Los geht's. Stiller Alarm. Oh, abgebrochen. Ja, ist doch abgebrochen. Oh mein Gott. So, das steht bei dem Staatsregelwerk, ne? Dass das nicht mehr abgebrochen werden darf, wenn es begonnen wurde. Ja, dann los. Nee, da steht noch nicht drin. Das kommt noch. Hoffentlich dann bald, wenn Sie mich wählen. Ich werde gleich eine Rede halten, alles gut, wenn Ihre Kollegen da sind. Ach, deswegen sind wir jetzt hier hingebucht. Wer lacht da? 5 Leute sind hier. Wie viele sind denn gerade im Dienst? Können Sie mir das sagen? 8. Ah, okay, also fehlen noch 3. Der höchst. Noch 2? Ah, da kommen sie. Da fehlt nur noch einer. Sonst würde ich einfach beginnen. Wobei, fehlt noch einer? Ich zähle jetzt 7. Andi fehlt noch. Bitte, was ist denn los? Einsatz, Abmarsch! Ob der Bürgermeister jetzt sauer auf uns ist? Ich weiß es nicht. Also, die Kollegen haben eine Geiselhöhe. 10-5. Die Räuber haben eine Geisel. Ich würde die Einsatzleitung, die Fahndung übernehmen. 10-4. Na, okay, wollen Sie mal die Verhandlungsführung übernehmen? Nee, danke. Guten Tag, ich bin der Verhandlungs...
Kann man mit ihnen auch gut verhandeln, ist die Frage. 14 übernimmt die Einsatzleitung. Bitte Bescheid geben, wenn einer versucht oder ein Lachenskind weiter steht. Ist die 99 hier? Es ist so schlimm, ne? Hat wer Magazine dabei? Jawohl. Es hat wieder alle wie gemacht von mir. Es ist so schlimm. Ja, zum Glück sind die ja kostenlos. Wie viele brauchst du? Ein paar. Meine ganzen Waffen sind leer. 99 für 14, komm. Ja, genau. Ist die Geisel sichtbar? Ja. 8 Magazine, was soll ich damit anbringen? Aber danke schon. Ich habe nur 10 mitgehabt. Ich habe gefragt. Oh, Junge, Mann. Verhandlungsführung für Einsatzleitung, komm. Verhandlungsführer hört. Kannst du ausmachen, wie viele TVs und wie viele Geiseln? Es gibt 2 TVs und soweit es war, geht eine Geisel. Versuch mal bitte das Kennzeichen zu lösen. Die Geiselnehmer verlangen das schnellste Auto, was wir für die haben, und wollen freien Abzug und Geld für die Geisel haben. Schreibenwaren können nicht gewährt leisten. Und vielleicht erst die Geisel. Ja, kein Ding, alles easy. Mein Tablet ist abgeschmiert, ich muss mal eben powern. Warum kannst du nicht verhandeln? 10-4, Verhandlungsführung mal bitte hinhalten. Die 99 für 14 kommen. Ist irgendwo noch ein freier PDler? Du musst auf GTA Online und dann zum Sprechen reden. Moin, Karl, ist wieder am Kopf. Die 99 für 14 kommen. Lass dir mal den Namen geben. Aktuelle 10-6. Ja, du bist jetzt zu sperren, oder? Wie bitte? Du bist jetzt zu sperren, dass der Rekruts gleich lernt? Ja. Yep. Alles klar. Komm mit. Aber nicht wundern, es kann sein, dass ich gleich wieder verschwinde. Die bleiben lang. Ja, aber dann weißt du schon. Yep. Die 99 für 14 kommen. 99, hört. Standort. Ich komme gerade hochgefahren. Also ich bin gerade am MD vorbeigedüst. Also Namen der Geisel bekomme ich nicht. Die Geisel wird auch nicht weiter vorgeführt. Sie wollen halt jetzt Geld für die Geisel haben und alles drum und dran. Ja, Geld bekommen sie, wenn sie uns den Namen geben, dass man sie überprüfen kann. Ja, den Namen will er nicht ausdrücken, den können wir haben, wenn, wenn die... Was ist das für eine Verhandlungsgrundlage? Wir müssen sicher gehen, wer das ist und wie es dem geht. Schade, dass du nicht mit dem Overwatch kommst. Ja, du, mein Overwatch ist kaputt. Haben wir Kennzeichen vom Auto? Ja, also der Kollege wollte es überprüfen, der ist aber gerade powernappen. Die Kollegen wollen, dass alle ihre Waffen, also dass alle unsere Waffen runtergesenkt werden. Bitte einmal alle Waffen wegstecken. Dann machen wir das mal nicht. Ja, wenn die wieder abhauen, das ist da eh wieder alle von Arsch. Die Hände hochnehmen, bitte auf mich, damit sie sehen können, dass die Hände. Nein, hier wird keine. Wir haben alle Waffen weg, das kannst du sagen, wir stellen uns hin, aber hier macht keiner die Hände hoch. Sie würden gerne wissen, wie viel für die Geisel gezahlt wird. NNW 671. Was? Maximaler Preis. NNW 671. Überprüft das mal jemand, weil der Kollege ist gerade powernippen. Ja, warte, ich muss mich noch neu, glaube ich, anmelden, ja. Warte mal. 04 für die 14, komm. Ach Gott, aber das ist ja. Wie viel gibt's maximal für eine Geisel? Müsste ich kurz nachschauen. 10-4. Ich glaub, Verhandlungsführung zur Einsatzleitung, bitte komm.
Verhandlungsführung für Einsatzleitung kommen. Wer? Nummer 10-5? Die Verhandlungsführung für die Einsatzleitung. Ja, die Einsatzleitung, ja. Verhandlung. Ja, wir warten noch kurz auf den Assistant Chiefs Auskunft, was die Summe wäre für eine Geisel. 10-4. 0-4 für die 14. 14 für die 0-4. 14, hört? Ich kann auf die Stelle nichts finden, ich würde sagen 25. 10-4. 10-4, aber schon. Link hat das Fahrzeug hier. Keine Ahnung. Einsatzleitung. Verhandlungsführung, so rum. Ich gerade verarschen? Bitte? Nee, jetzt wirklich. Ich hab doch vorne bei Ihrem Kollegen gehört, 65.000. Achso, der redet. Ja, dann am besten wird die Geisel direkt abgeknallt. Wenn Sie mit mir hier gerade Faxen wenn machen. Wenn der Drohnen macht, dann einfach stürmen. Warten kurz. Wenn ihr gerade Faxen macht, dann machen wir auch Faxen. Ganz einfach. So läuft das hier. Wenn der jetzt eine Waffe zieht, sag Bescheid, dann stürmen wir. Guckt, dass ihr auf 3,5 redet oder maximal 8. Wer hat ein Auto, was nicht so schnell ist? Ich habe halt so einen alten BMW, du. Würdest du den hergeben? Ich, von mir aus. Dann hol den. Ich hab einen alten Golf 3. Also für einen Streifenwagen kann ich gar nicht aufsterben. Da können wir ja direkt aufgeben. Ich gebe auf. Also einer mal bitte ein ziviles Fahrzeug und kein Streifenwagen, was wir zur Verfügung stellen. Was aber nicht so schnell ist. Dann wer holt jetzt den Golf? Der Golf nämlich ganz normal so BMW. Dann einmal den Golf wiederholen. Wir sind 8 Mann, wir sind 5, da darf ich schon eine Waffe stecken. Haben Sie gehört? Er sagt ja, Sie sind 5 Mann. Ja, ich zweifle deshalb nicht aus. 04 für 14, komm. Könnten Sie bitte mal einen Overwatch besetzen und hier rüberfliegen? Kollege? Wird gemacht. Kollege? 10-4. Kollege? Ja? Was ist denn, dass da drüben einer am Dach ist? Wo? Drüben. Ja, ich fahr zurück. Also direkt da auf dem roten. Ich besetze Overwatch. Jetzt hinter mir oder was? Ja, ja, da hinter dir, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Beobachten wir alles, klar. Rasiert. Was macht denn jetzt hier der Herr? Was macht denn der? Ja, wann fährt er denn hier weg? Sagt, dass das Fahrzeug besorgt wird. Ja, der 5. Ja, welches denn? Welche Fahrzeuge ich geholt? Wenn jetzt irgendeine Dreckskarre kommt, dann ist die Geisel tot, ganz einfach. Ich mache hier keine Faxen mehr. Er sagte, wenn eine Dreckskarre kommt, dann wird die Geisel sterben, er macht noch gar nichts mehr hier. Er wollte das schnellste Fahrzeug, was wir haben, und das kriegt er. Soll ich mal Faxen schmeißen mit dem da vorne? Also ich habe gerade schon Bock, mal ein bisschen Klartext mit dem zu reden. Halt den bitte hin, ich brauche den Overwatch, um das zu überprüfen, wie viele es wirklich sind. Ich hab PD, vor den Overwatch. 04 an PD. 10-4. Warum hat der eine Herr links eine Waffe draußen? Ich glaube, es hackt. Leute, warte, ich bitte die Waffe wegstecken. Und gezielt. Wo sind wir denn? Da vorne hinterm Picker bitte die Waffe wegstecken, ja? Klaus, du bist gemeint, wir machen die Waffe weg. Ist auch mal draußen, jetzt. So, die Waffe ist weg. Aber bitte Hände hochgeben, nochmal alle gut, damit sie sehen, dass Waffen weg sind. Wir haben, soweit ich das gesehen habe, jetzt eine Geisel. Warte mal. Ey Jungs, den guck mal, ich hier um den ganzen Laden, ob hier irgendwelche sich verstecken oder so. Es gibt Rückzug. Sind nicht alle jetzt für die 04 kommen. Die 99 für alle, irgendeiner noch am PD? Ja, die ich hier gerade eben einen PD-Wagen weggefahren. Komm vorne, Pause, ich kann mit Overwatch runter. Der kann auch einfach hier rechts gefahren sein, der sollte angeblich das Auto holen, aber das glaube ich nicht. Boah, denkst du, der läuft das mal? Sag das. Mit roten Hosen,
Darf ich bitte hier kurz, ne? Nein, nein, dann fällt einfach mit der Ruhe. Sie müssen immer ruhig bleiben. Mit der Ruhe, der glaubt auch, der ist hey, der Ruhe Kaiser ist. Von Lossa. Auf was für eine Entfernung redest du? Ja, ja, ne? Overwatch für Einsatzleitung kommen. Overwatch, hört. Standort. Sammeln gerade die letzten Leute am PD ein. Bitte Beeilung, weil langsam wird's ja so ungemütlich. Wir sind jetzt im Overwatch drinne, Bürgermeister unterwegs. Also gut, Vater, Entschuldigung. Ach, das ist ein Rotz hier. Overwatch an Einsatzleitung. Overwatch vor Ort. Lande, um die Leute rauszulassen. Und dann einmal checken, wie mit der Wärmebildkamera, wie viele drinne sind. Verstanden. Und okay. Auch gucken, ob auf den Nebengebäuden auch noch irgendwelche Leute sind. Entschuldigen Sie, der Herr. Bitte einfach nicht rausspringen. Kann einer. Holt ihr den Herrn bitte wieder zurück? Bitte? Den Herrn zurück und ich weiß nicht, was der jetzt so tut. Kannst du die Kamera von hinten bedienen? Alles klar, verstanden, Maja. Ich glaube, das ist der Bürgermeister, oder? Er möchte, glaube ich, Bürgermeister werden. Da hat er trotzdem hier nichts bei einer Rätselnahme zu suchen. Leute. Schnappt euch den möchte angehenden Bürgermeister und weg mit ihm. Und wenn ihr ihn verhaftet, ist mir egal. Gut, ich weiß jetzt nicht, wer hier welche Lage hat. Das wurde mir von Herr Beck gesagt, ich soll sofort zurücktreten. Ich weiß nicht, wer der Lage ist. Wie viele sind drinne? Drei. Wahrscheinlich eine Geisel, zwei Täter. 10-4. Verhandlungsführung für eine Einsatzleitung, komm. Verhandlungsführung hört. Kannst du mir mal erklären, was das mit dem Herrn möchte, gern Bürgermeister werden soll? Der Bodyguard vom Bürgermeister fragt gerade, wo der Bürgermeister ist. Er meinte, er wäre Verhandlungsführer, ja. Ich verstehe überhaupt gar nichts den Sinn. Was der Herr, der gerne Bürgermeister werden möchte, was der da vorne zu suchen hat? Der Bürgermeister möchte gerne die Verhandlung führen und ich soll weggehen. Der vorne weiß doch schon, dass er noch nicht Bürgermeister ist, oder? Alle Visiere auf! Wir geben jetzt keine Forderungen mehr ohne Kraxe. Nein, alle Visiere runter. Die können euch sofort einen Kopfschuss geben. Vorsicht. Overwatch für Einsatzleitung, komm. Na, Update 4 Leute in der Tankstelle. Wir sollten gleich stürmen. Ja, das ist dann meine Meinung. Ich weiß jetzt nicht, warum er dort kommt. Ja, ich weiß es auch nicht. Wenn das ja, warum hast du zum weggeschickt, wieder vorbereiten. Ja, wie, warum habe ich mir weggeschickt? Ja, Unzug gesagt, wir sollen ihn wieder zurückbringen. Drei Leute vorne, einer hätten wahrscheinlich Geisel abgeschickt. Das wollen, dass ihr weggeht, dann werde ich euch sagen, dass ihr weggeht. Ja, ja. So, das ist natürlich klar. Ich ja, aber warum bist du jetzt nicht dort? Wann entscheidet der da, dass wir weggehen? Das macht keinen Sinn mehr, wir müssen gleich stürmen. Die verhandeln gar nichts. Sie wollen alles haben, aber geben dafür nichts. Wir müssen gleich stürmen. Also wir sollten uns jetzt Overwatch an Einsatzleitung bitte kommen. Ja, ich hab gleich Overwatch. Wir haben also vermutlich zwei TVs. Wie bitte? Nein, das ist wieder hier. Wir haben vier Personen in der Tankstelle, wurde mir gerade berichtet. Sind sie? Könnt ihr das so bestätigen? Bestätigt, drei vorne, eine hinter. Okay, wir haben also aktuell drei TVs wahrscheinlich. Boah, wissen jetzt eigentlich alle, dass hier ein Ladenrab ist, also. Vorsicht, einer steht rechts an der Seite neben der Tür. Hier ist der Personenschutz von dem angehenden Bürgermeister. Ja, der bleibt jetzt hier stehen. Okay. Es ja, reicht schon, dass er sich da hinten aufspielt. Ich werde gerne links und rechts von dem Gebäude jeweils einen Officer. Wir nur noch mit Pistolen und Pies schießen dürfen. Negativ, weil wir aktuell haben wir noch keine Waffen. Das war alles klar. Herr Kleber. Ach, hier sind sie ja. Darf ich hinterfragen, um der Helikopter zu... Positionierst du wieder an dem Streifenwagen da hinten? Positionierst du dich bitte an dem Streifenwagen da hinten? Mit Blick Richtung Eingang, falls was wird? Ich
ich dachte, vielleicht hat mal jemand ein Magazin für mich. Ich hab gar nichts mehr. Ich bin komplett leer. Noch zwei. Jungs, wird der NPC hier auf der Wärmebildkamera angezeigt? Positiv. Ja. Dann sind es drei. Klaus Kleber oder Michael King? Klaus Kleber. Die Hausmann, ich werde 5 Teile sind wohl außen sein und checken irgendwie die Lage hier in dem Gebäude. Pass auf. Die Täter sind gerade vor der Tür. Ja, deswegen Zugriff jetzt. Zugriff, let's go. Beide Täter ausgeschaltet. Vor der Tür. Ja, deswegen Zugriff jetzt. Zugriff, let's go. Beide Täter ausgeschaltet. 10-4, reinstürm. Einer ist von wahrscheinlich geil. Hände hoch. Hände hoch. Der kommt irgendeiner gerade mit. Erstmal sichern. Und draußen dann überprüfen, wenn soweit alles sauber wird, wieder reingelassen. Gut. Tankstelle ist soweit sauber. Erschossen werden können. Saubere Arbeit, Jungs. Super Arbeit, sauber. Beide Täter. Wurde sie aber nicht, ist keine parable Antwort. Jetzt lassen Sie uns unseren Job machen nicht und verziehen Sie hier, bitte. Ist was drin? Gut, abschleppen. Sie haben Angst, dass Sie abgeschossen werden, richtig? Ich hatte keine Angst, dass ich abgeschossen werde. Was ist Ihr Problem dann? Mein Problem ist, dass Sie nicht wissen, wer noch hinten stehen könnte. Doch, und die Geist. Doch. Wir wussten, dass wir haben Overwatch. Im Gebäude sind. Wir haben Wärmebildkameras, wir haben alles Mögliche dabei. Okay, ich würde mal gerne den Ausweis von der Geisel sehen. Ich habe nämlich eine Vermutung tatsächlich. Die ist hier. Die Vermutung haben wir auch. Deswegen haben wir erstmal sichergestellt. Das Gesicht habe ich heute schon mal gesehen. Habe ich auch schon gesehen. Ja, ich kann einen Ausweis übrigens nicht geben, wenn ich befesselt bin. Tun Sie den mal bitte so losbinden, dass er seinen Ausweis mir geben kann. Ich würde auch die Geisel einmal am besten durchsuchen, nicht dass sie hier ein bisschen schwarz. Ja, erstmal durchsuchen. Such den erstmal bewohnt befreit. Also ist das ein Herr Julian? Außer der ist falsch. Hast du. Hat Rotschwitz? Petrovic, ja. Petrovic. Dann kenne ich sie. Ja, dürfte ich mal die Lage erklären? Ja, schreiben Sie mir die gerne. Ich habe diese zwei Menschen hier aus meiner Fraktion entschlossen, da sie heute sehr viel Müll gebaut haben. Und daraufhin haben sie mich als Geisel genommen. Und ich habe sie noch gebeten, wenigstens das Auswirk zu ändern, haben sie aber nicht gemacht. Okay. Ja. Dürfte ich sie einmal nochmal durchsuchen eben? Hat jemand SMD Dispatch raus? Können Sie mal bitte, kann mir bitte jemand mal meinen Personenschutz herbringen? Ja, sehr freundlich. Wo ist der? Ja, ansonsten sehen Sie tatsächlich. Sind Sie die Personenschutz vom? Richtig. Bitte mitkommen. Wo ist denn die Einsatzleitung? Erstmal muss ich Ihnen sagen, gezielt geschossen. Aber Sie sollten, wenn Sie meinen, dass die Lage unter Griff war. Die Fremdbewusstlose durchsuchen oder? Nein, erst wenn die da oben sind. Wir haben extra die Geiseln nicht mehr lange hingehalten und dadurch konnten wir mit der Wärmebildkamera ordentlich. Ja. Kennen Sie diesen Herrn? Negativ. Okay, passt. Also Sie gehören auch zu dieser Fraktion. Was heißt auch zu dieser Fraktion? Ich habe Sie aus meiner Fraktion ausgeschlossen, daraufhin haben Sie mich als Geisel genommen. Leiten Sie diese Fraktion? Ja. Ah, okay, vielen Dank für die Information. Michael ist eigentlich... Medics kommen. Dings da. Herr Schulz. Was? Ja. Haben Sie irgendwas gefunden bei dem Herrn? Ist Schulz da? Ne, negativ. Also wir haben eine Waffe konfisziert, aber er hatte... Wenn du noch einmal Schulz, dann tauscht die Entschuldigung? Dann... Bitte? Ja? Könnten Sie das tun klären, dann würden wir, wenn die Medics die Leiche übernehmen, dass wir... Ja, klar, gerne. Herr Petrovic, wenn Sie... Ich würde ihn eben freilassen, wenn das bestätigt wäre. Meinst du nicht, müsste... Erstmal abwarten, bitte stell den mal wieder rüber. Erstmal, wir holen jetzt erstmal die zwei hoch und dann... Okay, ich hole die Medics. Dann stelle ich sie einmal hier rüber zu den Bürgern. So, alle Officer einmal ringsrum stellen mit Tasern, absichern. Die sollen sofort die Hände hochnehmen. Wenn die Hände nicht hochnehmen, wird sofort getasert und einer nimmt die dann sofort fest. Ich würde dann festnehmen. Ebenfalls, ich würde die anderen nehmen. Und dann läuft hier schon dann. Ja, du nimmst einen, ich nehme einen. Oder wie machen wir das? Ich nehme den rechten. Hallo. Guten Abend. Vorsicht, die sind sehr gefährlich. Die Herren wurden Streifschuss oder was wurde hier passiert? Streifschuss ja. Und danach haben sie ein bisschen Blut verloren. Aber ich würde sagen, dass einer eventuell einen Kopfschuss bekommen hat. Ich weiß aber nicht, ob das auch nur ein Streifschuss war. Können wir es einfach nachgucken. Also ich schaue mal, ob hier noch Vitalzeichen sind. So, absichern mit Taser. Der... Verstanden.
Also die sollen, die, wie gesagt, die Hände hochnehmen sofort, wenn sie es nicht machen, tasern und dann festnehmen. Vitalzeichen mehr vorhanden. Kein Puls. Dann müssen sie den wohl später mal mitnehmen, die Leichen alle, oder? Ja, den nehme ich gleich mit. Wie sieht's bei ihm aus? Eine Tat für den Gehirn. Also ein ganz schwacher Puls, aber... 10-4. Mal absichern. Dann müssen wir gleich einmal ganz vorsichtig sein, nicht, dass ich sie aus Versehen treffen sollte. Aber es wird nicht passieren, alles gut. Ich bin gezielter Schütze. Das hoffe ich. Schleim dich nicht bei der Dame ein, Alter. Das tue ich nicht. Ich würde nur sagen, dass sie ein bisschen aufpassen. So, einmal bitte, genau. Danke sehr. Darf ich den Herrn noch eben behandeln, fragen, ob er irgendwo... Ja, ich darf ihn gerne behandeln, so, aber er bleibt in Handfesseln. Der Herr, tut Ihnen irgendwas, wie haben Sie Schmerzen, Sie haben eine Schusswunde. Wenn Sie einmal in die geht das? Kann er noch in die Hocke gehen? Nee. Dafür müsste er gelöst werden. Das geht nicht, dann müssen wir einmal so machen. Wenn er umkippt, dann gibt er um. Ja, dann behandeln wir ihn so. Entschuldigung. Also an erster Stelle erstmal gute Arbeit. Ich denke, wir haben das gut gelöst. Auch, dass wir die Geiselnehmer so schnell ausschalten konnten. Das war die beste Chance. Und, ja, natürlich. Und auch gute Arbeit mit dem Overwatch, auch wenn der Herr, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr da ist. Und auf jeden Fall gute Arbeit, Jungs. Das haben wir sauber gelöst. Ich bin stolz auf euch. Sehr danke. Aktiv. Ich gebe das Wort jetzt an Herrn King. So Leute. Also auf jeden Fall kann man sagen, ich finde, in meinen Augen ist der Einsatz wunderbar abgelaufen. Ihr habt super auf die Einsatzleitung gehört. Die Kombination Einsatzleitung, Verhandlungsführung war auch super. Was mir nicht so gefallen ist, dass plötzlich dieser ich möchte gern Bürgermeister werden, plötzlich da war und ja, da irgendwie die Verhandlungsführung übernommen hat. Ich weiß nicht, was da abging. Also ab dem Punkt war es auch wirklich vorbei einfach. Und da war es auch wirklich eigentlich vorbei. Trotzdem habe ich doch als Einsatzleitung dann den Überblick behalten. Ja, dann habe ich dann natürlich die Officer positioniert und wir hatten die Chance, dank des Overwatch der Bestätigung, dass beide Täter vorne waren, haben wir dann, Moment, ich bin gleich, warte, Moment, sonst kippe ich hier komplett weg. Moment. Bei mir genauso. Mit einem Apfel. Ah, da ist er ja wieder. Kann. Reden wir nicht darüber. Genau, dank des Overwatch, also dank auch an den 99, hatten wir die Bestätigung, dass beide Täter vorne waren, Geisel war hinten, damit war perfekter Zeit zum Zugriff. Wir standen perfekt, ich habe den Befehl gegeben, ich stehe dazu, ihr habt super eingegriffen, wir konnten beide Täter ohne Probleme ausschalten. In dem Sinn ist der Einsatz für mich positiv verlaufen. Mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Und hinter dem Schussbefehl stehe ich hinter. Und auf jeden Fall gute Arbeit.